Friedrich Glasel gilt als Meister der Konfliktbearbeitung. Seit mehr als 50 Jahren erforscht er Konflikte. Seine Bücher sind Standardwerke für jeden Mediatoren. Im März 2017 wird der österreichische Ökonom mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet. Managerseminare traf den 75-Jährigen in seiner Wahlheimat Salzburg zum Interview. Der Life Achievement Award ehrt ja das Lebenswerk einer Person. Wie würden Sie das Ihre umschreiben? Also ich habe wirklich ein zentrales Thema, das erst ein ganz persönliches Lebensthema war, schon von der Kindheit an, und dann zum Interesse für das Studienfach Politikwissenschaften geführt hat. Und dann hatte ich das Glück, dass ich das, wofür ich studiert habe, zum Beruf machen konnte, nämlich Konflikte rechtzeitig erkennen und in konstruktive Bahnen lenken. Am berühmtesten ist, glaube ich, das 9-stufige Konflikteskalationsmodell von Ihnen. Wie sind Sie dazu gekommen? Überhaupt die Frage, wie kann es dazu kommen, dass Menschen einander das antun, ist schon die Frage, ja, wie fängt sowas an und merkt man das? Und wenn man es merkt, warum wird nichts getan? Und das wurde dann zu einer Frage natürlich professioneller Art. Und da ist dann in vielen Jahren anhand von rund 350 Praxisfällen, die ich oder die Kolleginnen und Kollegen bearbeitet haben oder die ich supervidiert habe, da ist dann langsam sichtbar geworden, es gibt Intensitätsgrade, es gibt Ausweitungsgrade. Und der Hauptzweck ist eigentlich, die geeignete Interventionsform zu finden. Nicht zu schwer bei einem Konflikt, der noch am Anfang ist, und nicht zu leicht beim Konflikt, bei dem schon kein Vertrauen mehr da ist, wo die Menschen einander wirklich nur mehr durch Rachegelüste darauf aus sind, einander wirtschaftlich kaputt zu machen oder psychisch oder körperlich. Warum fällt das Menschen denn so schwer, in Konflikten besonnen zu handeln? Das Besonnene setzt voraus, dass wir sagen, Moment, ich habe den Drang jetzt, da eine grobe Antwort auf eine Provokation zu geben. Ja? Ich habe die Neigung, das würde mich zunächst mal entlasten. Aber bin ich so? Will ich das? Was sind die Folgen, wenn ich jetzt grob werde, wenn ich da vielleicht verletzende, beleidigende Ausdrücke verwende? Oder sagen wir auch physisch schädigend handle? Also dieses Antizipieren können ist Selbststeuerung. Dieses Abwägen können, mein Selbstbild, mein Selbstverständnis, mein Wertesystem und was flüstert mir da ständig mein Affekt ein? So, schlag zu und erteilt dir eine Lektion und hat's nicht verdient, ist du selber schuld, wenn du jetzt grob wirst und so weiter. All das jagt die Selbststeuerung weg, die Besonnenheit weg. Aber der Schlüssel ist, kann ich in meiner Selbsterziehung, in meiner Schulung, kann ich zum Beispiel Folgendes tun? Kann ich mich so gut beobachten, dass ich merke, wann bei mir die allerersten Anzeichen von Ärger, beginnender Wut aufkommen? Also Früherkennung in mir. Sich da zu schulen, in der Früherkennung, ist die Voraussetzung, um nicht hoffnungslos hinter der schnellen Amygdala, dem Mandelkern, der diese Plus-Minus-Sortierung macht, hoffnungslos hinter dem herzueilen und den nie mehr einzuholen. Sehen Sie die Konfliktlösungskompetenz als eine Basiskompetenz für Führungskräfte an? Das finde ich auf jeden Fall. Das heißt, man sagt oft, manche Dinge sind Chefsache. Und Konflikte, die so in meinem 9-Stufen-Eskalationsmodell Stufen 1, 2 und 3 sind, das kann immerhin schon ziemlich destruktiv sein, die müssen eigentlich Beteiligte und Führungskräfte gut wahrnehmen können, erkennen können, aber auch so damit umgehen, dass sie nicht unbedingt was Falsches machen. Vielleicht trauen sie sich nicht zu, das gut zu bearbeiten, aber man muss auch wissen, was man nicht tun sollte. Also wie bei der ersten Hilfe, wenn da jemand ohnmächtig am Straßenrand liegt, bitte nicht auf dem Rücken legen, dann steckt er an der Zunge oder am Erbrochenen. Und solche Dinge, also wissen, was man nicht tun muss. Das, würde ich sagen, gehört eigentlich als Kulturtechnik, so wie Lesen, Schreiben,
zu einer Selbstverständlichkeit heute. Letzten Endes geht es doch eigentlich darum, eine gute Streitkultur in einem Unternehmen zu etablieren. Wie kann denn in dieser Hinsicht ein Konfliktlotse oder jemand von außen dann eigentlich helfen, oder muss das nicht immer durch die Führungskräfte geregelt werden? Danke für das Stichwort Streitkultur, denn die Lotsen oder ich als Mediator, ich bin ja nicht bemüht, sagen wir, die Konflikte für die zu lösen, sondern sie zu befähigen, dass das, was bei ihnen zum Streit geführt hat und zu destruktiven Verhalten geführt hat, dass sie das mit konstruktiven Methoden bearbeiten können. Streiten heißt, ist ja ein Versuch, mit Differenzen so umzugehen, dass das nicht störend ist, indem der andere beseitigt wird zum Beispiel. Ne? Dann herrsche ich allein. Aber wenn man sagt, bei Differenzen ist es so, dass da die unterschiedlichen Arbeitsstile, Herangehensweisen, Werte, Ziele, Erfahrungen, Haltungen, dass das ja eigentlich Fähigkeiten sind. Und wenn die Menschen lernen, diese Unterschiede fruchtbar zu machen, wie gesagt, das sind Ressourcen und nicht Probleme. Und schaut mal, wo der Unterschied ist und wo trotzdem Gemeinsames ist und was ist bei deiner Auffassung das Wesentliche, bei deiner, wie hast du das gegenseitig wahrgenommen? Das heißt, Befähigung zur konstruktiven Bewältigung der Unterschiede.